Und Niederstoß ist auch passiv, das ist ja super. So, und dann bitte auch noch. Das ist. Warum jetzt? Ich tritt. Kann ich. Gegner niederschlagen. Ein Schwertkampf hat viele Gesichter, wie du nun weißt. Manchmal muss man den richtigen Moment abpassen und dann den finalen Schlag ausführen. Mit deinem neuen Wissen wirst du tödlich sein. Niederstoßen. Klingt ja super. Sollte ein bisschen was bringen, ne? Echt ein großes Lager. Butlo? Suchst du was zu essen? Die Rationen sind viel zu klein für Soldaten wie dich. Für Offiziere. Ja, das ist was anderes. Ach so. Erstens sehe ich aus wie ein Soldat. Zweitens habe ich keinen Hunger. Und außerdem, wer bist du überhaupt? Ich bin Butlo, der Koch. Butlo sorgt dafür, dass die Soldaten sich den Bauch vollschlagen können vor der Schlacht. Das ist aber gar nicht so einfach. Die Rationen sind so klein. Und für die Offiziere? Die kriegen ihr eigenes Essen. Jetzt wollen sie sogar Wolfsherzen. Sie denken, dadurch kriegen sie mehr Kraft. Es ist doch ihr Problem, wenn sie sowas essen wollen. Nein, der arme Butlo soll die Wolfsherzen besorgen. 7 Stück. Butlo soll im Wald nach Wölfen jagen, nicht die Offiziere. Ja. Guck mal hier, ich hab's ja schon. Ah, du bist Butlos Freund. Schon gut, aber ein bisschen mühsam war es schon. Wie sieht's mit der Belohnung aus? Der arme Butlo hat kein Gold, aber weiß alles. Dann erzähl mal. Butlo wird dir alles sagen. Die Offiziere haben einen Ork getötet am Fluss. Den Schatz des Ork haben sie unter dem Ruderboot versteckt. Weißt du, wo das war? Da ist eine Insel bei Kudina, östlich vom Lager. Den Ork haben sie am Flussarm südlich von hier umgebracht. Aber da gibt es noch mehr Orks. Du bist ein guter Butlo. Komm bald wieder zu Butlo. Der versteckte Schatz. Ja, verläuft sich jetzt alles, ne? Ist eine Riesenlage. Einen Bogentrainer brauchen wir nicht. Ja, generell weiß ich nicht. Fähigkeiten, neue will ich jetzt eigentlich aktuell. Nö. Ich brauche Safran, Mensch. Okay, das war's mit dem Lager. Gehen wir schnell zum Offizier und bringen dem den Brief zurück. Müssen wir auch noch machen. Und da müssen wir die Wäsche klauen. Das ist so doof, ne? So richtig kindisch. Das ist nicht der Offizier. Da ist der Offizier. Landor! Es sind keine Sprechzeiten. Ein dringender Brief für dich. Zeig her. Ah ja, vom diensthabenden Kommandanten. Den Soldaten Reck von hier abziehen. Ich muss sagen, diese Fälschung ist besser als Recks letzter Versuch. Was soll das heißen? Willst du mich für dumm verkaufen? Du bist an Recks Vergehen mitschuldig. Betrug? Der Versuch zu desertieren? Ich bin nur der Bote. Ich könnte dich dafür einsperren lassen. Aber du hast Glück. Ich brauche einen wie dich. Es ist ein einfacher Auftrag. Aber du hast sowieso keine Wahl. Du kannst nicht Nein sagen. Oder du wanderst in den Bau. Was soll ich machen? Besorg mir Whisky. Einer meiner Soldaten schmuggelt.
Geh zu ihm und kauf ein paar Flaschen. Natürlich darf niemand erfahren, dass der Whisky für mich ist. Offiziell trinke ich nicht. Und über einen Schmuggler weiß ich natürlich auch nichts. Ja, ja, klar. Wo finde ich ihn? Such nach Samuel Gilcore. Hier ganz in der Nähe. Natürlich wird er dir nicht auf die Nase binden, dass er schmuggelt. Frag deinen Freund Rick um Hilfe. Ich werde es auch ohne Rick schaffen. Hier hast du 90 Goldstücke. Das reicht für 3 Flaschen. Beeil dich und versuch nicht, mich reinzulegen. Ich kann dir eine ganze Brigade auf den Hals setzen. Ich werde mir Mühe geben. Was ein Mistkerl. Und Rick, wird er auch bestraft? Er will hier raus. Hat so gut wie jeden Trick versucht. Aber langsam ist es nicht mehr lustig. Ich habe ihn sogar schon mal freigegeben, in der Hoffnung, dass er nicht zurückkommt. Andererseits könnte das meiner Karriere schaden. Ah ja. Und warum kaufst du Alkohol von einem Schmuggler in deiner eigenen Truppe? Er hat einfach den Besten. Tolle Antwort. Tschüss. Leb wohl, Söldner. Oh wei. Reck, du Mistkerl. Eine gute Idee, hat aber nicht geklappt. Hast du den Brief abgegeben? Ja, hab ich. Und? Hat er den Brief gelesen? Nicht in meiner Anwesenheit. Wie meinst du das? Ach so, du meinst vielleicht später. Hier soll es jemanden geben, der guten Whisky verkauft. Kannst du mir weiterhelfen? Wer hat dir das gesagt? Ein Freund, aber mehr wusste er nicht. Das ist auch besser für ihn. Ich sag's dir. Geh zu Samuel, dem Schmuggler. Das Losungswort für heute ist: Ein Whisky am Morgen befreit dich von Sorgen. Danke. Und meine Belohnung? Ha, fast vergessen. Schon gemein, oder? Ach, dieses Spiel. Dieses Spiel. Samuel! Was suchst du hier? Whisky. Ein Whisky am Morgen befreit dich von Sorgen. Wer hat dir das verraten? Rick, er hat auch gesagt, dass du gute Qualität hast. Rick redet zu viel. Seid ihr gute Freunde? Natürlich. Passt schon. Also, was brauchst du? 3 Flaschen. 3 Flaschen? Das macht 99 Goldstücke. Da habe ich was anderes gehört. Für den besten Whisky, den du weit und breit finden kannst? Naja, weil du Rex Freund bist. 90 Goldstücke, mein letztes Wort. War ja schon fast wie im Supermarkt hier. Ja, bitteschön. Hier, meine 3 Flaschen. Klappere nicht so damit herum, ja? Und mich hast du noch nie gesehen. Nein, natürlich nicht. Danke. Natürlich nicht. Geh jetzt, Liebe. Ja, natürlich. Klar, wisst ihr? Wir haben gerade illegal den Whisky gekauft und schmeißen erstmal auf den Boden. Natürlich. Merkt ja keiner. Toll. Super. Ah, könnte interessant sein. Das ist sehr interessant, weil das der illegale Whisky ist, Mensch. Hallo? Hast du den Whisky? Natürlich. Ja, 3 Flaschen. Ich kann doch auf deine Diskretion vertrauen. Absolut. Tschüss. Leb wohl, Söldner. Naja, okay. Das war ja sehr interessant. Sehr gute Aufgabe. Alles klar. Okay, ja. Die Wäsche des Kommandanten. Na gut, ein Kommandant, der heimlich trinkt, aber trotzdem den strengen raushängen lässt, das wäre der ultimative, Richtlinienvertreter. Naja, dem kann man ja mal die Wäsche klauen, oder? Naja, oder auch nicht. Maliel schreien, einmal heilen. Das sind wir schon. Ah ja, hier wird gewaschen, ja. Wirklich.
Der trinkt doch! Komm da raus! Du auch! Ah ne, okay. Ich dachte schon. Boah, ich dachte schon, Leute. Und der hängt sich hier direkt in den Eimer rein. Na gut, wir haben die Wäsche geklaut. Es ist die Aufgaben, ne? Hauptsache ein Militärlager, wisst ihr? Das ist ein verdammtes Militärlager. Die könnten hier die heftigsten Aufgaben machen. Geh ins Ork-Lager. Klau die Pläne der Orks. Keine Ahnung. Bring uns Lebensmittelvorräte. Nein. Wolfsherzen, die wir seit Ewigkeiten haben. Und klau die Wäsche. Es ist wirklich verrückt. Aber gut, wir haben Stabilität gelernt. Wir haben vor allen Dingen auch Niederschlagen gelernt. Das freut mich eigentlich am meisten. Ich brauch die... Das war falsch. Er wollte mal die Wäsche haben. Genau der hier. Der gute, na komm. Marco. Lustig. Hast du seine Unterhosen? Natürlich. Bitte. Sie stinken bis zum Himmel. Bravo, mein Freund. Wir haben für dich gesammelt hier. Danke. Leb wohl. Ich frag nicht. Also wenn das ja die Truppe ist, die jetzt in den Krieg ziehen soll, dann viel Erfolg. Das wird aber sehr spannend. Ach genau, der Fallensteller-Ork, den können wir noch jagen. Stinkt hier. Dann mal los. Wiedersehen. Naja, war jetzt nicht so überragend. Schadenbooster, verstärkt den Schaden. Mal sehen. Ja, war wirklich sehr schwer zu finden. Kann ich voll verstehen, die Aussage. Hat er vollkommen recht gehabt. Bestes Versteck. Ich hoffe wirklich, dass die Gegner jetzt immer so hinfallen, wie wir hingefallen sind, ne? Hallo? Und? Hast du das Stinktier erwischt? Natürlich! Ja, ich habe Stinktier erwischt und der war total schwach. Kann ich mir vorstellen. Gut gemacht. Hier ist deine Belohnung. Dankeschön. Leb wohl. Viel Glück. Aber nicht schon wieder ein Stufenaufstieg, oder? Nee. Naja. Naja. Okay, haben wir das erledigt. Hinterm Teleporter geht's noch hoch. Okay. Gruselige Nebelschwaden hier. Alles klar. Was auch immer. So, der Hauptpfad führt dann jetzt... oh Gott, da ist schon wieder so ein kleines Zipfelchen hier. Und dann geht's direkt hoch. Alles klar. Ah, nee. Überraschung.
Das war's wohl. Na gut, inzwischen können wir sogar hier mit Skelette platt machen. Schöne Blumen. Das sind doch keine Wölfe! Das sind doch keine Wölfe! Was haben wir denn da? Na Gott sei Dank gar nichts. Fleisch. Ja, so sehen die auch aus. Wölfe, wisst ihr? Ja gut, letztlich lohnt sich das eben für die Sprossen, ne? Die brauchen wir ja. Ob Reaper auch hinfallen können? Ich glaube nicht. Okay, Friedhof leergeräumt. Gar kein Problem. Boah, große Bäume hier. Schön, schön. Wobei, wir brauchen jetzt so viele. Wie viele waren das? 10? 10 Stück? Bestimmt 10. Und auf nach Windbreak. Windbreak, wie auch immer. Wobei wir hier jetzt einen relativ komplizierten Weg haben, ne? Ah, nee, doch nicht. Nur gleich nach rechts eine Gabelung. Zwar den größten Helm, aber keine Rüstung. Mal sehen, ob ich das aufkriege. Ja, der rutscht erstmal ein bisschen hoch und runter, ne? Was ist los mit dir? Beruhig dich! Okay. Also er glatt mit dem Kopf in der Erde versunken. Mal dazu sagen. Die Banditen sind eben auch alle gleich, ne? Wow, ein Grizzly! Lass mich raten, das Dorf ist weg. Kaputt, zerstört. Ich glaube nicht, dass wir hier ein sicheres Dorf vorfinden. Doch. Ne. Passt ja gar nicht. Grüß dich, Captain Ren Hogret. Du bist ein Söldner, wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich ein paar Worte mit dir wechseln? Nein. Sicher. Was gibt's? Ich bin Ran Hograt, Captain der Königlichen Garde. Vor ein paar Tagen hat meine Einheit diesen weißen Ork geschnappt, den alle Silberschädel nennen. Den berüchtigten Silberschädel? Der mit seinen Kommandos unsere Dörfer überfallen hat? Genau den. Leider sind wir mit unserem Konvoi in einen Hinterhalt geraten. Nicht weit von hier. Wir haben uns gut geschlagen, aber ich wurde verwundet. Und wo sind deine Männer? Ich habe ihnen den Befehl erteilt, den Gefangenen nach Katalon zu bringen, musste aber selbst hier bleiben. Es wundert mich, dass ich noch keine Nachricht von ihnen erhalten habe. Ich verstehe. Womöglich ein weiterer Hinterhalt. Dieser Silberschädel ist sehr wichtig für die Orks. Daher rechne ich mit dem Schlimmsten. Wegen einer Lungenverletzung kann ich mich kaum bewegen. Hast du mich deshalb angesprochen? Soll ich etwas für dich erledigen? Bitte finde heraus, was mit meiner Einheit geschehen ist.
Okay. Ja, ich übernehme das. Wo soll ich mit der Suche anfangen? Sie müssen dem Weg nach Katalon gefolgt sein. Ihr Tross ist zu schwer, um von der Straße abzuweichen. Du kannst sie nicht verfehlen. Ja, haben wir schon gefunden. Oder? Das war hinten dieser versperrte Weg da, oder? Ich dachte, der Krieg findet nur südlich des Gorn statt. Vereinzelte Ork-Kommandos operieren auch nördlich des Gorn. Die Siedler sind schon völlig verängstigt. Am kleinsten Geräusch rennen sie schreiend davon und Angst ist ein schlechter Begleiter in einem Krieg. Die Siedler machen keinen besonders aufgeregten Eindruck. Sie verlassen sich auf ihre dicken Stadtmauern eine trügerische Sicherheit. Ah ja. Gut, fass doch mal die wichtigsten Punkte zusammen. Meine Einheit hat einen gefährlichen Gefangenen begleitet. Wir sind in einen Hinterhalt geraten, aber kamen glimpflich davon. Nun muss ich wissen, ob meine Leute mit den Gefangenen Katalon sicher erreicht haben. Okay, naja, haben sie nicht. Wie viele Orks habt ihr gesehen? Mehr als 20 gestandene Krieger. Sie hatten leichtes Spiel mit meinen Männern. Also viele waren es nicht. Ich wünsche dir Glück. Danke, danke. Also nochmal. Hast du etwas über meine Einheit in Erfahrung gebracht? Ich glaube schon. Sie sind angegriffen und besiegt worden. Ich habe einige Leichen gesehen, Menschen und Orks. Verdammt, hast du diesen Silberschädel unter den Leichen gesehen? Nein, er war sicher nicht dabei. Also ist er frei. Aber Pech für ihn, denn ich kenne seinen Unterschlupf. Wieso kennst du ihn? Ein Mann hier aus dem Ort hat mir erzählt, dass er eine Bande von Orks sein Lager hat aufschlagen sehen. Im Wald nördlich von hier. Das müssen sie sein. Was? So nah sind sie schon? Ja. Ich befürchte, dass sie uns hier bald angreifen werden. Du weißt sicher, was das bedeutet. Ich kann versuchen, sie aufzuhalten. Zumindest gewinnen wir dadurch Zeit. Aber konzentriere dich auf den weißen Ork. Das ist das Allerwichtigste. Es gibt gleich erstmal volle Pfund aufs Maul. Na gut. Ich muss aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Schön, dass wir nicht nochmal hin und her laufen müssen. Das Lager der Orks. Ja, das sollte gar nicht so schlimm werden. Wer ist das? Sikior. Ah, Fremder. Kann ich dich etwas fragen? Vielleicht bist du an einem Auftrag interessiert. Na klar. Erzähl mir, worum es geht. Die meisten von uns sind einfache Müller. Wir sind auf den Transport von Getreide und Mehl angewiesen. Aber in letzter Zeit haben wir ständig Ärger mit Straßenräubern. Scheint ein weit verbreitetes Problem zu sein. Die Banditen haben auch eine Holzfällersiedlung östlich von hier angegriffen. Das Ende vom Lied war, dass wir für jeden Transport zwischen Katalon und Windbreak zahlen müssen. Und ihr wollt lieber mir einmal etwas zahlen und dafür die Banditen loswerden? So ähnlich hatten wir uns das vorgestellt. Ich zahle dir 1000 Goldstücke, wenn du das hinkriegst. Ja, faires Angebot. Es ist sogar schon erledigt. Das beruhigt mich schon etwas. Du findest sie, wenn du von unserem Friedhof aus östlich gehst. Wie viele sind es? Ungefähr 10 Mann höchstens. Ja, Holzfäller sind ziemlich raue Burschen. Wie konnten die Banditen sie so einfach besiegen? Die Leute erzählen sich, dass ein paar der Holzfäller ihren Freunden in den Rücken gefallen sind. Tja, wohl nichts Ungewöhnliches in diesen Tagen. Ist auch ein Magier unter ihnen. Die Leute, die den Transport begleiten, haben nie einen Magier gesehen. Magie scheint hier nicht mit im Spiel zu sein. Was sollte denn die Frage? Na gut, tschüss. Gut, bis bald. Hallo? Ach, du bist es. Wie geht es den Banditen? Ja, keine Ahnung, aber ich werde dich darüber... Was? Ich wollte nicht drängeln. Hä? Toll. Muss ich da jetzt echt nochmal hinlaufen, nur um... Gerade doch gelobt, ne? Schon wieder der. Osvaro hat einen neuen Herrscher. Warum erzählst du mir das? Wir wollten nur, dass du es weißt. Kenne ich dich vielleicht? Alles Unklare wird zur rechten Zeit klar werden.
Osvaro ist eine Einöde. Niemand kann dort leben. Du wirst deine eigenen Schlüsse ziehen müssen. Ich bin nur ein Bote. Osvaro? Wo ist das denn? Alle Wege führen in den Osten. Das wirst du früher oder später einsehen. Mann, lass doch mal die Türen zu hier, Mensch. Ja, wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Miese gemacht, ne? Ein Ei. Voll. Jo, das Relikt ist echt zu groß. Einen guten Tag wünsche ich. Ja, ja. Und wen haben wir hier? Bürgermeister, was? Gorda. Willkommen, Fremder. Du siehst aus, als ob du einen Auftrag suchst. Das kann sein. Wie kommst du darauf? Weil du wie ein Söldner aussiehst. Ich hoffe, ich habe mich da nicht getäuscht. Wir bräuchten dringend Hilfe. Deine Schlussfolgerung war schon nicht verkehrt. Ich bin der Bürgermeister hier. Das heißt, ich bin für die Lösung von Problemen zuständig. Und im Moment haben wir ein Problem. Was für eine Art Problem ist es denn? Ein ziemlich großes. Ein Oger hat sich bei uns niedergelassen. Er belagert eine unserer Windmühlen. Die verbliebenen zwei Mühlen reichen nicht aus. Tja. Die ganze Armee von Katalon wird von uns beliefert. Du verstehst. In der ganzen Gegend betreiben wir als einzige Windmühlen. Ich sehe schon. Verstehst, was wir von dir erwarten? Ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass wir diesen Oger gerne los wären. Ja, ich habe zwar nichts gegen Oger, aber die Armee braucht natürlich das Mehl. Wir helfen gerne. Da hast du recht. Ich markiere dir die Windmühle auf deiner Karte. Dankeschön. Und wie ist der Oger überhaupt hierher gekommen? Du weißt sicher, dass die Orks von Zeit zu Zeit einfallen und die Ortschaften überfallen. Seit kurzem kämpfen vereinzelt Oger mit ihnen. Na super. Dieser hier ist sicher ein Marodeur aus einer ihrer Patrouillen. Oger sind zwar ein wenig dumm, aber sie haben was übrig für Mechanik. Diesem hier hat es unsere Windmühle angetan. Ja, eigentlich süß, oder? Und warum fragst du nicht die Soldaten um Hilfe? Obwohl wir hohe Steuern zahlen, fallen die Soldaten ständig bei uns ein und stehlen unsere Vorräte. Letztes Mal haben wir ein paar von ihnen einen Denkzettel verpasst. Ich fürchte, sie sind nicht gut auf uns zu sprechen. Na gut, dann machen wir's. Viel Glück. Danke, danke. Der Oger und die Windmühle. Ach, direkt da oben. Schön. Echt ein schönes Dörfchen. Anon Moha. Wo steckt dieser Junge nur? Hast du vielleicht meinen Lehrjungen gesehen? Ah, du bist ja nicht mal aus der Gegend. Der Klon! Warum regst du dich wegen eines Jungen so auf? Dieser Nichtsnutz verweigert die Arbeit. Er sagt, dass ich nicht ich selbst bin. Ich versichere ihm natürlich, dass ich sehr wohl ich selbst bin, aber er meint, das hätte mein anderes Ich auch gesagt. Dein anderes Ich? Geht es dir nicht gut? Nun, es mag dir ein wenig sonderbar vorkommen, aber es gibt derzeit einen Doppelgänger meiner Person im Nachbarort. Du hast einen Doppelgänger? So könnte man sagen. Leider war dieser Einfall nicht so gut, wie ich dachte. Vor allem brauche ich meinen Lehrjungen. Kannst du mir vielleicht helfen, Fremder? Erzähl mir mehr über dein sonderbares Problem. Der Junge hat die ganze Geschichte nicht verkraftet. Er hat den magischen Spiegel geklaut, den wir verwendet haben. Und jetzt gibt er ihn nicht mehr her. Warum nicht? Er will einfach nicht glauben, dass ich der Echte bin. Ich bitte dich, treib ihm diesen Blödsinn aus. Ich brauche den Spiegel, um meinen Doppelgänger loszuwerden. Ich zahle auch gut. Und woher soll ich wissen, dass du das Original bist? Du hast mein Wort darauf, glaub mir ruhig. Wenn du es sagst.
Wie konnte ich nur so dumm sein, mich auf diese Idee einzulassen? All das ist meine eigene Schuld. Jetzt muss ich sehen, wie ich da wieder rauskomme. Das ist wohl wahr. Und warum hast du nicht eine Kopie deines Lehrlings? Das würde mein Problem noch verdoppeln, fürchte ich. Und mein Lehrling bekäme sicher Zustände, so verstört wie er jetzt schon ist. Scheint ein sensibler Bursche zu sein. Und äußerst talentiert. Aber die Nerven. Er hat zu schwache Nerven. Okay, na leb wohl. Ah, du bist es wieder. Bevor ich... Ich danke... Bist du auch das... Aber selbstverständlich. Ja, wer ist denn jetzt der Echte, Leute? Ich weiß es nicht, es ist echt schwierig. Na, ich hab hier noch zu tun. Ja, dann mach mal. Wo führt der Weg hin? Zu noch mehr Häusern. Oder zu den Windmühlen. Ah ja, zu den Windmühlen. Windbreak, wisst ihr? Windmühlen, verstehe. Wie doof.